Vizekanzler Robert Habeck hat die Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser bei seinem Besuch im Westjordanland kritisiert. Dort hatte er zuvor Ministerpräsident Şatir getroffen und deutsche sowie lokale Wirtschaftsvertreter zusammengebracht. Der Grünen-Politiker sprach dabei unter anderem auch die Einschränkung der freien Reise der Palästinenser in der Westbank durch die Siedler an. Seit Beginn des Israelkrieges am 7. Oktober kommt es auch im Westjordanland vermehrt zu gewalttätigen Zusammenstößen. Meine persönliche und politische Meinung ist, man kann die israelische Armee kritisieren für ein zu hartes Vorgehen im Gazastreifen. Das ist aber nicht Völkermord. Diejenigen, die Völkermord begehen würden oder wollten, wenn sie könnten, ist die Hamas. Sie haben in ihrer Agenda die Auslöschung des Staates Israel. Und das darf man so übersetzen, dass der Slogan "From the river to the sea" nicht bedeutet, dass dann die Juden Israel per Boot verlassen sollen, sondern das ist eine Auslöschungsfantasie. Israel Völkermord vorzuwerfen, ist aus meiner Sicht eine komplette Verdrehung von Opfern und Tätern bzw. falsch. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.